So, in diesem Video geht es um gesteuerte Quellen. Ja, was ist das und was macht man damit? Nun, der Punkt ist einfach der, die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom von einer Stromquelle oder einer Spannungsquelle hängt von einer anderen Stelle ab. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Und zwar können wir einmal gucken, was kommt denn raus und was betrachten wir am Ausgang. Das kann die Spannung sein oder das kann der Strom sein, je nachdem, ob wir eine Stromquelle oder eine Spannungsquelle vorliegen haben wollen. So, und was kann am Eingang sein? Und die Steuergröße, die kann entweder wiederum eine Spannung sein oder auch ein Strom. So dass wir zu folgender Matrix kommen und zu folgenden Möglichkeiten kommen, dass nämlich zwischen zwei Polen eine Spannung U abgenommen wird und die steuert die Spannung einer anderen Quelle, nämlich mit einem Alpha, nämlich ein Alpha U1. Wenn U1 die Eingangsspannung war. So haben wir hier eine Steuerung über eine Spannung und als Ausgang haben wir wieder eine Spannungsquelle. Wir haben also eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle. Okay, das ist natürlich offensichtlich nicht die einzige Variante, die man haben kann. Was man noch haben könnte und was auch sehr populär ist, ist eine Stromsteuerung, sodass irgendwo ein Strom fließt, der gemessen wird, abgenommen wird, was auch immer, der dann eine Stromquelle steuert. Nun, damit da ein Strom fließen kann, muss ich hier natürlich einen Widerstand hintermalen, sonst funktioniert das gar nicht. Und der hätte jetzt zum Beispiel einen Ausgangsstrom von Beta mal I1. So dass wir es hier jetzt zu tun haben mit einer stromgesteuerten Stromquelle. Okay, dann gibt es natürlich noch die anderen Formen. Das waren jetzt die vielleicht ganz reinen Formen. Ein Strom steuert einen Strom, eine Stromquelle, eine Spannung steuert eine Spannungsquelle. Man könnte natürlich noch eine Stromquelle von einer Spannung steuern lassen. So, auch da muss ich natürlich wieder mir einen Widerstand gönnen. Und das könnte jetzt mit einem Gamma mal U1 passieren, sodass dieses Gamma hier, ich schreibe mal gleich die Einheit dahinter, muss natürlich jetzt sein, da es ein Strom wird, die Einheit Siemens. Während die anderen beiden hier offensichtlich einheitenlos waren. So, und dann haben wir noch die letzte Variante. Das ist nämlich ein Strom I1, eine Spannungsquelle, steuert mit Delta mal I1 und dieses Delta, die Einheit oder die Dimension davon ist offensichtlich ein Widerstand, ist Ohm und hier Einheiten von Alpha gleich Einheit von Beta ist offensichtlich 1. Okay, so, was macht man damit und wozu kann man das gebrauchen? Nun, das ist natürlich eine Verallgemeinerung. Wenn ich zum Beispiel eine Spannung an der einen Stelle habe und die auf der anderen brauche, ich könnte damit Verstärker bauen, was auch immer. Ich zeichne mal eine einfache Anwendung dazu. Und zwar habe ich vorliegen irgendeinen Eingang, an dem ein UE anlegt. Gegen Masse, dann geht es über ein R1 an genau den Steuerport mit dem U1 und dann geht es auch wieder raus. Ich habe mir die ganzen Verbindungslinien gespart, es macht es so übersichtlicher mit Alpha mal U1 an ein
RL, das ist jetzt relativ einfach, hier wird kein Strom fließen. In diesem Fall wird ganz einfach die Spannung an RL, also UL, gleich Alpha mal UE sein oder Alpha mal U1 sein. Deswegen, damit es nicht gar so einfach wird, packe ich noch einen Rückkoppelwiderstand R2 hier hin. So, und was ich nach wie vor suche, ich habe hier noch ein IE und das IE fließt natürlich auch hier. Und was ich nach wie vor suche, ist mein UL gleich Fragezeichen. Und dann schaue ich mir mal Maschen an. Dann haben wir zunächst mal die erste Masche hier an dieser Stelle hier. Die mal blau machen. Die da. Die ist dann U1 ist gleich UE minus IE mal R1. Und dann kann ich noch eine zweite Masche machen. Die machen wir mal grün. Da geht es jetzt im weiteren Sinne über diesen Weg hier und zurück. Und die dritte Masche brauche ich gar nicht auszuwerten. UL ist gleich Alpha mal U1. Da, das, was wir in grün hatten. Da haben wir offensichtlich UE minus die Spannungsabfälle über den Widerstand R1 und R2, also IE mal R1 plus R2, minus das letzte Stück Alpha mal U1 gleich 0 und natürlich noch Alpha U1 gleich UL. Okay, das werten wir dann erst hinterher aus. Wenn wir das Grüne weiter aus, Quatsch, das Blaue uns weiter angucken, hier, dann kommt aus dem Blauen natürlich raus, dass der Strom IE gleich der Spannungsabfall UE minus U1 durch R1 ist. Und das können wir einsetzen in die Grüne und kriegen also UE minus UE minus U1 durch R1 mal R1 plus R2 minus Alpha U1 gleich 0 raus. Und hiermit können wir UE oder U1 als Funktion von UE bestimmen. Ja, ich führe das Ganze jetzt weiter aus, kriege also hier die UEs, das ist einmal UE minus UE durch R1 mal R1, das Ganze macht sich weg, also haben wir noch da stehen minus UE R2 durch R1. Okay. Plus U1 mal 1 plus R2 durch R1 gleich Alpha mal U1. Ja, oder machen wir mal so, wie wir waren. Minus Alpha U1 gleich 0. Wir bringen alles auf die Seite, die uns alles auf eine Seite, also sortieren einfach. U1 mal 1 minus Alpha plus R2 durch R1 gleich UE mal R2 durch R1. Und können bestimmen, ich füge noch ein Alpha gleich dazu, UL gleich Alpha mal U1 gleich Alpha mal UE mal R2 durch R1 durch 1 minus Alpha R2 durch R1. Auch das kann man noch, halt, Plus kommt da noch zwischen, auch das kann man noch schöner schreiben, indem man nochmal mit R2 durch R1 kürzt und hat dann UE mal Alpha durch 1 plus 1 minus Alpha mal R1 durch R2 erhalten. Okay, soweit so schön und auch soweit so Endergebnis. Ich mache noch mal eins hier auf der linken Seite. Ich lasse einfach mal Alpha sehr groß werden. Also Alpha
Alpha gegen unendlich gehen. Und dann kann ich mir das hier anschauen und dann kriege ich hier Alpha, das Alpha ist größer gegen 1 und das alles ist größer gegen 1. Und dann kürze ich das daraus und dann folgt mit diesen beiden Dingen UL gleich UE mal R2 durch R1. Und zwar, und das ist das Coole, unabhängig von Alpha. Man muss es nur groß genug machen. Ja, was ist das jetzt? Das hier ist das Prinzip der Operationsverstärkerschaltung. Invertierender Verstärker. Und da der Name sagt, habe ich einen Fehler gemacht, denn das muss natürlich hier ein Minus sein. So. Denn hier kam dieses Minus. Dieses Minus hier muss ich natürlich übertragen an diese Stelle. So, gibt es eine weitere Anwendung dafür, aber natürlich gibt es Millionen Anwendungen dafür. Ohne diese Quellen, gesteuerten Quellen, wäre das die moderne Elektrotechnik eigentlich gar nicht denkbar. Zum Beispiel kann man hier eine Transistorschaltung, eine relativ einfache, mal hinschreiben. Und da haben wir hier einen Transistor, einen NPN-Transistor. Und das ist das Ebers-Moll-Modell oder Ersatzschaltbild. So, was haben wir hier? Wir haben hier die passenden Ströme. IB, IE, IC an Basis, Emitter und Kollektor. Wir haben hier ein A. Dieses A ist ungefähr 1. Ich nehme mal 0,99 an. Naja, und jetzt lassen wir uns mal ausrechnen, wie groß bei hier idealer Beschaltung mit irgendwas, darüber machen wir uns keine Gedanken, denn nun die Ströme hier eigentlich werden könnten. Nehmen wir mal an, wir haben Annahme, Basisspannung ist extern, das geben wir vor, auf 0,7 Volt eingestellt. Also, was hat man? Man packt hier Spannungsquelle hin, 0,7 Volt und natürlich ist auch der Emitter auf Masse gelegt. So, dann heißt das, dass wir hier einen Basisstrom, das ist ganz wichtig, ein IB haben von 0,3 Milliampere. Wichtig ist, das hier ist IB, nicht etwa IE oder IC. Da, ich betone es nochmal. Wir brauchen die anderen Ströme. Wir haben den Knoten hier, nämlich wir haben IB plus IE plus IC gleich 0. Wir wissen weiterhin, IB plus IE minus, das ist nämlich das hier, A mal IE ebenfalls gleich 0. Naja, und dann können wir auch daraus sofort ausrechnen, was IE ist. Der Emitterstrom, ich mache es nicht in einem Schritt, ich mache erstmal IB ist gleich minus 1 minus A mal IE und bekomme dann IE ist gleich minus IB durch 1 minus A, folgt einfach sofort daraus. Und natürlich IC ist gleich minus A mal IE
ist gleich a durch 1 minus a mal ib. Was nun aber, wenn a gleich 0,99 ist, dann folgt daraus 1 minus a gleich 0,01. Und dann folgt eben genau hieraus, was man zunächst erstmal nicht gesehen hat, dass sich der Strom nämlich erhöht hat, dass IE gleich minus IB durch 0,01 ist, also gleich minus 100 mal IB. In diesem Fall dann also gleich 30 mA. Und damit liegt hier eine Stromverstärkung. Von 100 vor, was eben auch genau der Sinn dieser Schaltung war, die man hier auch als Emitterschaltung interpretieren kann oder benennen kann. So, all das kann man mit gesteuerten Quellen machen. Und damit wünsche ich hier speziell mit diesem Wissen, mit der Anwendung dieses Wissens, sehr, sehr viel Spaß.